Check this out. So Leute, und in diesem Sinne, grüezi, servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FarmLife. Mahlzeit. Servus. Grüezi, hallo. Und ein herzlich willkommen bei uns. Das passt so bei gut. Uns? Bei uns, unserem ADHS-Team. Warte, ich geh mal kurz in die Hecke, ne, ich komm gleich wieder, ich muss mal kotzen. Ach, guck mal, das steht ja, der Bulde, warum nicht? Einige Zuschauer dürfen sich ein bisschen wundern jetzt. Also heute läuft alles irgendwie ein bisschen anders. Also wir haben auch, es ist schon nachts, es ist gleich 12:30. Wir fangen jetzt erst an mit FarmLife aufnehmen, obwohl der Stream schon seit 2 Stunden läuft. Und ja, wie einige sehen werden und feststellen werden, steht hier heute eine Person mehr. Und für die Leute, die vor kurzem nicht das Forza-Video gesehen haben, wird den Leuten dieser Name nichts sagen. Für die Leute, die es gesehen haben, denen wird er was sagen. Und zwar ist heute der gute Crazy German mit am Start. Ein verrückter Deutscher, der wo nicht alle an der Waffe hat. Das habe ich auch schon so festgestellt. Ja. Und ja, der hat sich so gesehen heute hier auf den Server drauf geschlichen und dann mal instant seine Bewerbung abgegeben fürs Team. Wollt ihr den jetzt filetieren oder warum holt ihr alle eure Motorsäcke raus? Das ist ein Grüßungsritual, hab ich gedacht. Die wollen mich. Als allererstes wirst du beschnitten. So? Erstmal beschnitten. Ja. Jason, warum bückst du dich? Ja, der will beblasen. Immer. Der will beblasen, Hasen. Ja, der kann's aber auch nicht. Blase Hasen. Der pustet dann immer wirklich, dann ist das Problem. Nur ins falsche Loch. Wer ist für ein Arsch? Ich hasse euch alle hier. Ich hasse euch alle hier. Wir mögen dich alle. Wir mögen dich alle. Ey, durch solche Sachen sorgst du immer für Unterhaltung. Ja. Das ist ja das Problem. Und dementsprechend haben wir Crazy heute jetzt hier nach seiner Bewerbung gleich hier behalten auf dem Server zum Probearbeiten. Und ja, wir haben November, es ist nicht mehr allzu viel Arbeit, was aktuell ansteht, aber so ein bisschen ist es nur. Jetzt ist die Frage, wie wir uns jetzt aufteilen, da wir jetzt zu 15, also diese Situation hatten wir halt noch nie auf dem Server und das auch noch zum Winter hin. Wir müssen auf jeden Fall 2 Leute haben, die Wiesen walzen noch einmal. Und ansonsten würde ich sagen, nochmal Produktion, Tiere alles abchecken, bevor wir den Winter durchschlafen, gefühlt. Ja, Tiere würde ich mich sonst wieder kümmern. Ja, ich walz wohl. Der Jason kann auch noch walzen und Matze kann... Ja, die Frage ist, lassen wir Crazy jetzt erstmal walzen oder lassen wir den jetzt hier auf Produktion und so technisch rumfahren? Weil er kennt sich ja gefühlt hier gar nicht aus. Deswegen hätte er ja gesagt, dass irgendjemand ihm mal ein bisschen den Hof zeigt. Ich wollte sagen, zeig ihm den Hof, dann lass er die Produktion mit mal laufen, dann weiß er auch sofort, wo alles ist. Ja. Das schafft er nicht, sich beim ersten Mal zu merken, du hast es nach einem Jahr noch nicht geschafft, Arne. Das ist so. Das ist so. Du, bei mir ist nämlich so, ich kann ziemlich schnell alles merken. Ja, okay, das war Papa nicht so. Mir die Strecken alle merken kann. Matze, ich hab mal eine Frage, wo stehen die Walzen normal? beim Thema. Wir haben 2 Hallen, wo so gesehen Maschinen drin stehen, Daniel, die wir für die Felder benutzen. Das ist einmal die direkt hier am Waschplatz und einmal die, die da hinten hinter meiner neuen Garage stehen. Ich stehe ja schon davor. Aber gut, wir können das ja dann auch ansonsten erstmal so machen, vielleicht für den Anfang, da Marcel sich ja um die Tiere jetzt kümmern will und das ja auch nicht Ewigkeiten dauert, kann der ja danach ja auch nochmal eben die Produktion, BGA und so abchecken und dann mache ich vielleicht mit Crazy erstmal zu Fuß so eine kleine Führung. Ja, das geht's auch gedacht. Weil, das ist ja ein bisschen, ja, so 50-50, weil das ist ja ein bisschen was er hier erstmal dann sehen muss, was hier alle gibt, also. Und der ungeschriebene Grundregel bei Team ADR ist, ohne Rundumleuchte wird nicht fahren. Ich fahre grundsätzlich eigentlich ohne. Ja, und? Liegt doch an deinen Rundumleuchten.
Eben. Und grundsätzlich werden keine anderen Trecker gefahren. Vor allem nicht der Case, das meine. Und die Scania bleiben ja, auch so, eilig. Es ist LKW und traktorentechnisch hat halt jeder seine Fahrzeuge und jeder hat seinen eigenen Ladewagen und dementsprechend seine eigene Mulde hier, weil die ganzen Erntemaschinen wie Drescher und so und Grubber etc. betrifft, da ist halt je nachdem, wer gerade was an Arbeiten macht, der schnappt sich was. Die Wiesen mussten gewalzt werden oder was war da? Jupp. Ja, wir haben halt hier praktisch unseren Haupthof so gesehen, hier mit großem Waschplatz, wo du auch Maschinen und alles reparieren kannst und sowas. Aber ich fange auf der ganz klaren an. Wie rum laufe ich denn jetzt mal? Also 21, 22. Ich erstmal hier hinten lang. Ja. Ja, dann mach ich die erste Halle mit dem Weißen ist halt meine, dann kommt Jason seine, dann hier rechts ist Marcel seine und hier links ist Dani seine Halle. Alles was grün ist, ist meins. Oder wo grün ja, drin oder blau. Ist. Für mich ist ja auch ein bisschen grün bei. Hier aber haben nicht wir dann noch knallige. Eine große Halle, wo wir überwiegend, abgesehen vom Milch-LKW, unsere Erntemaschinen drinstehen haben. Rüben und Kartoffelroder, Häcksler, Drescher. Dann steht hier links noch eine kleine süße Sämaschine. Dann haben wir hier unseren Schafstall. Direkt für Faule mit Autoload-Auflieger, dass die Scheiße direkt da drin spawnt. Außer man heißt Jason, dann kriegt man das noch nicht geschissen. Richtig. Warte, jetzt laufen wir erstmal hier lang. Ja, wir können ja eben so hier oben hochgucken. Hier oben ist unsere Kuhweide. Aha. Mit Mistbunker und zusätzlichen, ja, Silo so gesehen für Milch, dass wenn der Kuhstall voll ist, dass da noch was reingeht. Okay. So, dann haben wir hier hinten, haben wir erstmal eins von zwei Palettenlagern, die wir besitzen. Warte mal, Jason, du dämliches Arschloch, wieso fährst du eigentlich schon wieder die kleine Wiese? Dämlicher Wichser. Jedes Mal fährst du die kleinen Wiesen, im Schweinepriester. Ja, wieso, dann ist er fertig mit seiner Wiese und muss danach auf die große, während du noch auf deiner bist. Ja, ich hab die große. Ja, die haben kleine. Zwei große und eine kleine. Ja, ich bin auf der 42. So, dann haben wir hier die Kuhfuttermischanlage. Die wird bei uns aber umgangssprachlich immer Kuhmutterfisch genannt. Ist meine Schuld. Warum? Weil Marcel da einmal einen Wortsalat hatte. Er wollte Kuhfuttermischer sagen und hat Kuhmutterfisch gesagt. Ja, im Stress, oh, weil im Stress des Folgensende und kam. Seit dem Moment kriegen raus. Wir das nicht. Also Marcel und ich, wir kriegen es aus dem Kopf nicht mehr raus. Wir nennen das Ding einfach nur noch Kuhmutterfisch. Oh, ja. Dann kommt von mir die Antwort, ne? Ja, wenn ich dir sage, Daniel, fahr mal zum Kuhmutterfischer, da Mischer, dann kommt von dir auch. Hä? Wo ist das? Hä? Was ist das? So, hier haben wir eine Rübenschnitzelanlage stehen, direkt hier an eine Zuckerfabrik. Dann haben wir hier noch die Multiproduktionsfabrik stehen, halt für Saatgut, Dünger etc. Da wann steht die hinten im Mühle? Also, siehst schon, das ist alles ziemlich weitläufig hier. Du kannst hier, hast hier Platz genug für LKWs etc. Kannst überall eigentlich immer um die Gebäude etc. rumfahren. Ey, Muschi, so, wann von hier kommen wir dann. Die steht da von Anfang an schon. Ja? Ja. Die serienmäßig. Habe ich noch nie drauf geachtet. So, hier haben wir dann nochmal eine Futtermischanlage, wo wir Kuhfutter und Schweinefutter drin herstellen können. Okay. Und direkt nebenan haben wir hier praktisch unser riesen BGA-Gelände mit 2,6 Millionen Liter Bunkern. Ziel. Dann haben wir hier links noch eine Gülleproduktion. Da hinten die Halle mit dem roten Dach, das ist eine Mistproduktion. Und hier haben wir die Industrie-BGA, wo man, wenn man will, innerhalb von 24 Ingame-Stunden über 5 Millionen Liter durchballern kann. Ist viel. Und das Ding frisst gefühlt alles. Ja, gefolgt halt von Unterstand hier, bisschen Gerätschaften und sowas alle für Silage und sowas. Hier steht noch Radlader drin und ja, Anhänger mit Anbauwerkzeugen für mein Rufspielzeug, wenn ich es denn da mal nutze. So, hier links haben wir dann noch die Heutrocknungsanlage. Hier haben wir meine neue Kellergarage. Ich weiß nicht, ob du den Mod kennst. Nicht wirklich. Okay, warte. Mal die 1. Ach, Matze, hast du ihm eigentlich auch die wichtigste Regel gesagt? Die wäre?
Leihe niemals Jazz in irgendein Fahrzeug, das ist grundsätzlich ein langer Tag im Wasser. Ja, der versenkt ja. Hier immer. Nein, das ist eine Lüge. Nee, also hier unten ist auch noch so ein kleiner Wohnraum und sowas alle drin. Du kannst halt hier vorne, hier ist eine Tür. Der ist vor 2 Wochen oder was, der ist rausgekommen, der Motti ist in einem Fahrstuhl. Du kannst dann hier halt auch schlafen gehen, hier ist ein Kleiderschrank, wo du dich umziehen kannst. Und dann hast du halt, wenn das im Boden gefahren ist, hast du hier die Ebene, jetzt die obere, wo der Big M steht, und wenn du hier runter gehst, hast du dann unten die zweite. Geil. Ich sag nur so, die lügen gerne über mich. Weil ich brauchte mehr Platz, nachdem wir das letzte Mal alle noch die Scania-LKWs gekauft haben, Alter. Meine Halle ist bis Anschlag voll. Ich brauchte irgendwas, wo ich noch was hinstecken kann. Also Matze, falls du es nicht mit eingeplant hast, wir haben kaum noch Stroh. Ja, das kaufen wir auch mittlerweile immer. So, dann haben wir hier das zweite Palettenlager. Dann haben wir hier einen von 2 Unterständen, wo wir eigentlich unsere ganzen Feldmaschinen und so stehen haben. So wie hier jetzt überwiegend Grubber und Sämaschinen. Ja. Hier kommt es dann wieder halt zum Haupthof, wo Auflieger, Fass und so stehen mit Tankstelle. Mhm. Wenn wir jetzt hier einmal durch die Hecke hüpfen, dann kommen wir hier eigentlich zu unserem Hauptsilo, das 16 Millionen Liter Silo, wo wir all möglichen Scheiße mal reinrotzen. Und von dieser Seite kommst du dann halt hier auch hoch zum Kuhstall. Da vorne das braune Silo, das ist die Fermentieranlage, wo du Gras reinhauen kannst, dass da Silage automatisch raus wird. Ja. So, dann haben wir hier hinten. Also nur so zur Info, ich hab dir noch nicht mal die Hälfte gezeigt von dem, was ich dir zeigen kann. Sieht geil aus, wie der Big M da oben steht. Wolltest du die Wiesen noch einmal mähen oder wolltest du danach? Nee, die müssen erstmal wieder wachsen. Und dann müssen wir die nochmal mähen. Also zweimal mähen, dann runterrollen. Ja, ja, wie immer. Da hier in der Ecke haben wir noch ein alles verkaufen Container. Okay. So, hier haben wir unseren kleinen Partygarten. Wieso Partygarten? Ja, hier machen wir manchmal Grillparty, so RP-mäßig, so ein bisschen Spasti-mäßig, so. Oder Jason setzt sich mit dem Arsch auf den Grill. Ja. Gab's auch schon. Ich baue halt manchmal gerne so kleine detailreiche Ecken und so, deswegen habe ich mich hier noch recht ziemlich am Anfang mal ausgelebt und so einen kleinen Garten halt einfach hingezimmert, wo wir manchmal mal eine Folge anfangen oder beenden. Ah, wir haben gerade schon. Wenn du willst, hier den Stein hier, den kannst du als Sprungbrett benutzen. Also nächstes Mal, wenn er wieder drauf geht da aufs Grill, sag doch einfach, lecker, Grillwürstchen. Da ist ja nichts dran. Der hat ja kein Würstchen. Ja, aber Mini. Die Minis. Vom Maika. Ja, immer gut. Mini, Winnie. Ja, hier haben wir noch 2 Ahorn-Sirup-Plantagen so gesehen. Dann haben wir hier links haben wir ein paar Gewächshäuser stehen. Hier ist auch gleichzeitig eine Ein- und Ausfahrt vom Hof. Mhm. Hier rechts haben wir dann die Fischzucht. Dann haben wir hier hinten 3 Hühnerställe. Große. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele gingen da rein. 1500 Hühner pro Stall. Also 4500 insgesamt. Und auch noch ein Gewächshaus. Dann Schweinestall war bei 35, wa? Links auch noch eine Ein- und Ausfahrt. Mhm. Dann kannst du halt von hier, siehst du ja, kommst du auch wieder da zum Haupthof so gesehen hin. Wo das rote Pflaster ist. Du kannst aber jetzt auch hier lang fahren, dann kommst du direkt zum BGA-Gelände. Und hier links geht's zum alten, ursprünglichen BGA-Gelände auf der Map. Hier musste ich leider ein bisschen fuschen, weil man diese scheiß Hecke nicht wegmachen kann. Deswegen ist sie so eine Rampe. Und hier ist eigentlich noch so ein bisschen Bauland, wo ich aber bis jetzt noch keine passende Verwendung für habe. Weil du kannst leider nicht diese Autos und Müllcontainer und so wegmachen und du kannst auch so wie dieses Abdach hier kannst du nicht verkaufen. Was leider problematisch ist. Bis jetzt habe ich hier halt nur so eine Ecke mal hingezimmert, hier wo wir Honig so gesehen gewinnen. Aber ansonsten ist hier noch nichts weiter ausgebaut.
Da kann er uns was überlegen. So. So. Wenn wir jetzt hier hinten praktisch vom Hof runtergefahren sind und hier links rein, dann kommen wir hier links nochmal auf einen kleinen Hof. Hier ist unser Schweinestall. Mhm. Mit Halle für Güllefass und Güllefass mit Schleppschlauch und halt diesen Güllelager hier hinten. Warte mal. So, jetzt können wir hier die komplette Straße hochladen. Warte mal, Matze. Normalerweise kriegt er es schneller hin. Ich krieg das normalerweise auch schneller hin. Ist schon spät. Minimal. Ey, Kevin, muss erst wieder warm laufen. Ich würde es eher nicht sagen. LKW nicht, sondern du. Beide. Wenn du, ja, bei der letzten Farmlife-Aufnahme war Marcel nicht da. Warum laufen wir eigentlich dahin? Weil es Spaß macht. Jeder Gang macht schlank. Es geht. Der zweite geht in die Breite. Kennt sich mit aus, ne? Ja. Jeder dritte in die Titte. So, dann haben wir hier rechts als erstes unseren kleinen süßen Pferdehof. Ich würde sagen, jeder vierte, geht in die Schnitte. Nee, fick die Schnitte. Dann bist dann du. Natürlich. Ja, wenn du jetzt bei den Pferden guckst, man kann den Pferden kann man ja auch Namen geben. Also jeder von uns hat zwei Pferde und zwei Pferde dementsprechend benannt. Benny! Benny! Warte! Was? Hier ist Mandy. Dings. Sag. Nenn doch einfach dein Pferd Chicken Wings. Wie meinst du gerade? Wer hat eigentlich. Ja, wie. Ja. Das Pferd Wings genannt. Tu doch einfach Chicken Wings schreiben oder so. Achso, ist nicht meins. Gott, ne. Oh. Egal. Weiter. Ja, hier haben wir halt noch die Reithalle. Halt mit an. Habe ich hier noch mit angebaut. Passend zum Reiterhof. Dick. Kann man halt auch hier so ein bisschen begehen und so. Deswegen fand ich das nicht schlecht. Hier ist halt nochmal eben ein Silo, wo man dementsprechend Futter auf Vorrat für die Pferde reinhauen kann. Aktuell ist das aber leer und die Pferde verbrauchen gefühlt nichts. Also die kannst du einmal im Jahr füttern, also Ruhe. Auch wiederum praktisch. Ja, bei uns ist das meiste alles auf ziemlich leicht zu versorgen ausgelegt. Viele Sachen werden auch produktionstechnisch automatisch verkauft, weil sonst kommst du mit der Arbeit nicht hinterher. So wie hier haben wir jetzt die süße Bäckerei. Mhm. Das ist nämlich jetzt so hier das Industriegebiet, wo wir uns jetzt drin begeben. Dann haben wir hier die Sojabohnenfabrik. Mhm. Da ist nochmal ein Silo? Nein. Hier haben wir die Schokoladenfabrik. Ja. Also hier im Industriegebiet muss ich größtenteils auch selber noch mich vor das Gebäude stellen und eben gucken, was das ist. Ich hab's selber noch nicht alle im Kopf. Weil ich das alles hier an einem Tag gebaut habe. Und nicht so Stück für Stück, da brauche ich immer eine Zeit, bis ich das selber im Kopf hab. Hier haben wir die Dessertfabrik. Aha. Was ist das da drin? Kannst du nicht, wenn ich da vorstellst, müsste er dir das eigentlich anzeigen. Meine hier, hier drin. ADHS Farm. Ich bin gerade einfach drüber gesprungen. Ja, ich schaff's gerade nicht. Ist der Vorführeffekt. Jetzt ab durch den Busch.
Ab durch die Hecke. Genau. Ja, hier haben wir die Molkerei. Hier nebenan haben wir die Pizzeria. Hier habe ich ein bisschen mehr gebaut. Mit Außensitzbereich und Kinderspielplatz. Okay, das muss ich auslernen. Weil da habe ich auch zum Beispiel umgestellt, dass die Pizzen jetzt automatisch verkauft werden, weil Luigi manchmal hingeht und mich ein bisschen bescheißern tut. Bescheißern? Inwiefern? Ja, dann sagt er mir, er hat so und so viele Palettenpizzen fertig, weißt du, und wenn ich sage, alles gleich, komm vorbei, stell schon mal raus vor der Tür, dann lässt er die Hälfte drin. Ach. So. Hier haben wir. Wieso kriege ich hier jetzt nichts anderes gezeigt? Restaurant, das ist eine Verkaufsstation. Mhm. What the fuck, wieso ist hier ein Busch auf dem Parkplatz? Wo kommt der her? Hallo Busch. Okay, das war ein Busch. So, hier haben wir ganz wichtig die Mayonnaise-Produktion. Mayonnaise ist Game Changer im Landwirtschaftssimulator. Okay. Was du da eine Kohle für kriegst, Alter, wenn du die verkaufst, ey. Viel, wahrscheinlich. Hier haben wir den berühmten McFuxi. Also ich sag immer dazu McDoof, weil es manchmal echt. Wir sagen doof extra immer McFuxi. Gab's von, war das zweite ADHS-MLS-Video? Gab's so eine geile Szene, da hab ich den das erste Mal benutzt. Da stand Jason dahinter und hat einen auf Bedienung gemacht. Dann habe ich diesen Chicken-Song da eingefügt und hat seinen Namen geändert. Dann hieß er nicht mehr Black Tiger, sondern Black Chicken. So, und hier haben wir praktisch noch mal ein komplettes Gelände, um alles Mögliche zu verkaufen. Also hier ist einmal die Verkaufsmesse, wo du alles Mögliche an Gütern verkaufen kannst. Hier ist auch noch so ein Marktstand, frag mich jetzt nicht, was du hier verkaufen kannst. Irgendwas mit Dessert oder so. Dann haben wir hier Verkaufsstelle für Fisch, für Ahornsirup, für Mayonnaise. Und noch irgend so ein Bauernstand. Gemüse. Und hier drüben ist. Gemüse, ja, Erdbeeren, Brot? Ja. Ja, kann wohl. Und hier ist halt noch so ein Schacht, sag ich mal, so ein Gitter im Boden. Das ist lustigerweise die Verkaufsstelle für Pizza. Oh lol. Ja, der Modder war nicht so kreativ. Das ist halt auch alles nachts und so mit Laternen, alles hier beleuchtet und so. So, dann haben wir jetzt hier rechts daneben, neu ist bei der letzten Aufnahme oder vor die Aufnahme erst, auf spontan noch eine zweite Zuckerfabrik hier hingepflastert, weil unsere nicht mehr hinterher kam mit den ganzen Produktionen. Ah. Praktisch dieselbe eigentlich nochmal. Kannst aber auch mit dem LKW schön auf entspannt hier hinten dann wieder rumfahren. Ja, hier rechts, dieses verdorrte Feld, ist das einzige kleine Stück Land, was nicht uns gehört. Das gehört dem Bankkonto. Erkennt man auch an diesem schönen Schild hier. Ja, hier ist halt die normale Stadt. Mit dem hier links ist der Fahrzeughändler. Ja, der Fahrzeughändler ist leider auf dieser Karte ein bisschen doof. Weil der Platz ist ja eh schon nicht so groß und wenn du hier ein Gerät kaufst, grundsätzlich wird das hier gespawnt. Und nicht hier hinten. Das heißt, wenn du eine Sämaschine oder irgendwie was holst, steht die schon gefühlt in der Hecke und du musst die dann noch angekoppelt kriegen. Ich bin jetzt gleich mit meinem. Ansonsten. Ja, bitte. Ich bin jetzt mit meinen beiden Feldern fertig.
Wie, hast du jetzt zwei Wiesen fertig? Da musst du noch einmal hochfahren, dann bin ich fertig. Müsste Papa nicht dann auch schon fertig sein? Ich fahre gerade das letzte Stück. Oh. Eine Sache habe ich noch immer machen können. Ja, hier haben wir ansonsten vom Händler direkte Straße praktisch zu unserem Hof, weil du kannst es vielleicht auf der Minimap noch erkennen, wie vorher die Straßenführung war. Ja. Wir waren so im Zickzackkurs. Und das ist mir immer voll auf den Sack gegangen, vor allem aber ist mir das auf den Sack gegangen, weil die Jungs diese Straßen dadurch nie benutzt haben. Die sind immer quer über die Felder gefahren. Deswegen habe ich die alten Straßen hier praktisch weggemacht, die Felder dementsprechend verkürzt und verlängert und habe hier selber eine Straße gebaut. Kann man machen. Ist zwar jetzt nicht so schön wie eine originale Straße mit Markierungen und sonstiges, aber gut, hier waren eh nur so Schotterwege. Matze, tu mir mal einen Gefallen. Öffne mal deine Karte. Und dann gehen wir auf Bodenbeschaffenheit. Wieso ist das Feld 42 teilweise gedüngt und teilweise nicht? Also bei mir ist das gedüngt. Nö, bei mir ist das teilweise gedüngt und teilweise muss gewalzt werden, obwohl es gewalzt ist. Ja gut, das muss gewalzt werden, das habe ich nicht an. Das kann wohl sein, dass er das hat. Dieses Walzen, das ist sowieso irgendwie komisch. Das Walzen an sich, das machst du jetzt, um zu düngen. Ja. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Walzen. Das kann wohl sein, dass der damit die andere meint. Weil ursprünglich war das ja nicht ein Feld. Das war ja mal, glaube ich, eine Wiese und ein Feld. Nein, das waren irgendwie zwei verschiedene Sachen, meine ich. Mhm. Ja, hier vorne haben wir noch so einen schönen Farmlife-Schriftzug, der auch schön leuchtet im Dunkeln. Und hier kommen wir dann praktisch direkt wieder zum Hof. Um sich hier von Einfahrten wie hier der Garage und sowas alle nicht irritieren zu lassen, einmal als Tipp, immer an richtigen Ein- und Ausfahrten steht immer so ein Schild. Also wie hier kommst du halt auf den vorderen Teil vom Hof ganz normal. Jetzt die zweite Einfahrt ist, wenn du direkt da zum Waschplatz willst. Dann brauchst du nicht hier erst wieder rechts abbiegen. Ja, hier ist ansonsten noch ein Platz für meine ganzen Abrollcontainer. So, dann habe ich dir jetzt den Hof gezeigt und das ganze Industriegebiet. Schweinestall habe ich gezeigt. Da Jason, du kannst doch noch bei den Hühnern kann noch irgendjemand die Eier holen. Ach, jetzt sofort, weil ich die Walze eingepackt habe. So, ansonsten, wenn du dich jetzt mal über die Fahrzeuge, kannst am besten die linke Pfeiltaste nehmen. Soweit TPs, bis du in dem Case sitzt, wo ich vorstehe, dann kommst du oben zu unserem Feld. Zu dem kleinen Süßen. Hier haben wir halt extra einen Trecker stehen. Dafür nochmal diese große John Deere Einzelkorn-Sämaschine und ein XXL-Grubber. Mhm. Inklusive da hinten nochmal Riesensämaschine mit Saatgut und Dünge, Anhänger. Was soll ich mal machen, Marcel? Speziell für das Riesenfeld hier. Bei den Hühnern die Eier rausnehmen. Das war auch wahrscheinlich ein Geficke, das anzukuppeln, oder? Mit Gabelstapler? Ja, der müsste da eigentlich stehen. Das ist ein großes Geficke gewesen, oder? Was, das Feld zu machen, oder was? Nee, die Scheiße anzukoppeln. Was, die Sämaschine und das? Nö. Ich meine, das vorne. Das dicke Teil. Da die Doppel-Sämaschine. Ja. Das fällt da die Saatgut an. Nee, das geht doch nicht. Nö, der einzige Gabelstapler steht hinten bei den Schafen unten. Dann musst du halt den nehmen und zu den Hühnern rüberfahren. Ja, ansonsten steht hier noch ein Silo für Saatgut und so. Da muss ich aber nochmal mir ein bisschen was einfallen lassen, weil du kannst leider mit diesem Anhänger für Saatgut und so nicht einfach hier drunter fahren. Kurze Frage, war das mal ein C?
Ja, wenn du einmal die große Karte öffnest, so gesehen, und du dir komplett links dieses Riesenfeld anguckst, das war ursprünglich alles Wasser. Und Matze hatte Das habe ich praktisch Langeweile. im Wasser habe ich das gebaut. Also ich habe alleine für die Bodenerschließung habe ich, was waren da, 2,5 Stunden oder was gebraucht? Marcel, Dings, hattest du das schon gemacht? Und dann noch 2,5 Stunden, um das Die Feld wieder sauber Silage? zu erstellen. Nee, BGA muss man noch machen. Oh yeah. Kannst Dann mache ich die eben. du. Ja, kannst du mal machen. Der blaue Fleck auf dem Feld, das ist ein Wasserloch, weil das war lustigerweise fast zum Ende des Felderschließens der einzige Punkt, wo das nicht funktioniert hat, warum auch immer. Deswegen ist da ein Wasserloch, aber da ist kein nix mit einer Kollision, da kannst du die große Sämaschine und so drüber herziehen. Okay. Ja, und jetzt haben wir, ja, wir haben jetzt da hinten am anderen Ende links vom Feld haben wir noch, wo praktisch, weil auf der Karte wird das nicht angezeigt, haben wir das Feld mit dem Festland, habe ich nochmal verbunden. Da siehst Okay. halt nur, wenn du da hinlatscht. Aber wenn wir da jetzt hinlaufen, sind wir ein Stück unterwegs. Seid ihr da unten, wenn die Folge fertig ist? Da muss nur dann aufpassen, weil da gibt es als Begrenzung gibt es dann nur Lampen links, rechts, weil man kann auf dem gesamten Gelände, was ich im Wasser erschlossen habe, kannst du keine Zäune oder so platzieren. Da ist Wasser. Wo So, ich bin bist jetzt du wieder denn? auf dem Haupthof. Da. Ja, und ansonsten, das ist eigentlich, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, alles, was ich hier auf der Map so gesehen gebaut habe. Aber das ganze Wasser kann man nicht wegmachen, oder? Man könnte, wenn man will, so, also je nachdem, du musst halt auf der Karte gucken mit dem Cursor, wie weit du kommst, ne? Also die Map an sich ist ja begrenzt. Also so wie das große Feld, da bin ich eigentlich so weit an den Maprand gegangen, wie ich konnte. Deswegen ist das so schön rechtwinklig. Aber man könnte zum Beispiel jetzt oben, wo dieser kleine Pier da ist, dieser Steg und so, wenn man wollte, könnte man da im Wasser jetzt auch nochmal bauen oder so. Das ist halt der Vorteil auf dieser Map, weil du oben serienmäßig diese kleine Insel hast. Dadurch ist diese Map, was das Wasser betrifft, so groß. Okay. Und ansonsten kannst du halt auf der Karte erkennen, dass wir gefühlt sämtliche Felder verbunden haben und wir mögen große Felder. Ich hoffe, dass beim neuen nicht LS, sondern Farming Simulator viel größere Map da ist. Oh. Ja, nix dagegen. Ich auch nicht. Kann man es sich Aber schön ausleben lassen. ich hoffe, dass da vor allem Scania-Mann reinkommt. Ich will immer noch Digga, Kevin hat mir Mercedes. einen neuen Sticker geschickt, der ist noch besser. Oh Gott. Schick mal in die Gruppe. Also, was soll ich tun? Müllberger. Kevin, ich hasse dich. Ich liebe dich. Kevin, du bist der Beste. Abgespeichert. Abgespeichert. Weißt du, Kevin, ich hasse dich. Speicher. Abgespeichert. So. Hier schreibt ich dich auch, Jason. Ja, dann ist ja Was? gut. Ja. Was soll ich machen? Weißt du noch, wo der Kuhmutterfisch ist? Ja. Wo denn? Soll ich da hingehen, oder? Ja, zeig mir mal, wo der ist. Ich teste jetzt mal dein Gedächtnis. Schlimmer wie meins kann es nicht sein. Daniel, wo ist der Kuhmutterfisch? Irgendwo bei mir. Rumgelaufen. Ich glaube, rechts an der BGA vorbei, ne? Da betrifft Daniel viele Wege für nach oben, also. Daniel, wo Ja, ist der ich Hof? stehe ich gerade drauf. Auf der Map. So. Wo ist Jason? Unter der Erde. Im Bach. Was?
Unter der Erde. Okay. Ist viel passiert letzten Pass, wo das letzte Mal geredet hat. Ist schon richtig, ja. Wahnsinn, Alter, der hat sich das echt gemerkt. Ey, krass. Ja, dann bin ich doch jetzt entlassen, oder? Dann kann ich ja jetzt immer in Feierabend gehen. Nee. Kann ich erstmal jetzt für 10 Wochen Urlaub anreichen. Abgelehnt. Was für Urlaub, Alter. Es ist bald Frühling, weißt du, was wir alle anzusehen haben? Du hast doch jetzt einen neuen. Muss ich doch beweisen. Immer noch auf Probearbeit. So, jetzt mal eben gucken, ihr seid mit dem Walzen, seid ihr fertig, ne? Ja. Wunderbar. Abgesehen davon, dass Jason unten noch wieder absolut schlampig gearbeitet hat auf der kleinen Wiese. Ich hab das gemacht, was ich gesehen hab. Ja, dann mach zwischendurch ja, dann die Karte auf. Seh mal, bevor du nächste Mal von der Wiese runterfährst, erstmal auf der Karte nach, weil du hast zwei richtig fette Ecken stehen lassen. Normalerweise, wenn man seine Arbeit ordentlich machen würde, dann immer zweimal drauf gucken. Dann guck mal bei mir. Bei mir sind zwar auch, aber ganz kleine Striche nur. Auch die würde ich wegmachen, bin ich ehrlich. Ja, nur man sieht hart den Unterschied, ne? Bei Daniel ist da unten an der Insel diese eine kleine Ecke und drei so kleine Striche. Bei Jason die große Wiese, so oben rechts die Ecke, Arsch. Oben links die Ecke und oben in der Mitte, Arsch. In der Mitte einen fetten Fleck. Dann zwei richtig lange Linien, dann noch eine kleine Linie. Links unten den Rand nicht mitgenommen. Rand. Und von der kleinen Wiese wollen wir mal gar nicht reden. Also da oben den Fleck, unten rechts, unten links die ganze Ecke, oben links die Ecke. Dann noch die Striche da drin. Aber endlich mal. Schmutz. Der muss noch vieles lernen. Ja. Egal ob. Aber hey, wir wollen nicht alle schlecht reden. Er hat mit der Walze zurück zum Hof geschafft, ohne sie zu versenken im Bach. Schon mal ein Wunder. Hat er schon mal die versenkt im Bach? Einmal? Nur einmal. Er hat. Der versenkt regelmäßig Maschinen. Also wir haben angefangen mit dem Spiel. Es hat nicht mal 3 Folgen gedauert, da hat er schon was versenkt gehabt. Das war in der ersten Folge. War das in der ersten? Das war in der ersten Folge. Hat doch keine 5 Minuten gedauert. Wir haben damals in der ersten Folge, weil wir nichts hatten und so gestartet sind, Aufträge gemacht, so Lohnaufträge, die du machen kannst, und mussten Feld ernten. Beziehungsweise mehrere. Wir haben mehrere Aufträge dann angenommen zum Ernten, zum Dreschen. 2 waren mit Drescher und 2 haben Abfahrer gemacht. Jason war ein Abfahrer und als wir von unten den Feldern nach oben umsetzen wollten, ist er wieder querfeld eingefahren und ist damals in den See, den du vorhin in unserem Garten gesehen hast, erstmal so reingeballert, dass der Anhänger mit unserer ersten Ernte, die wir abgeben müssen, um den Auftrag abschließen zu können, versenkt wurde. Und dann war erstmal Rettungsaktion angesagt, um den Anhänger da rauszukriegen. No, Gott, nein, nein. Ich habe mich gebessert. Aber er hat es auch schon geschafft, sich damals in Warzone 1 selbst zu ertränken. Also. Seitdem heißt er das Seepferdchen. Ich wollte in Warzone 1 unten bei den Docks wollte ich auf so einen Stein hoch, weil ich von Gegnern verfolgt wurde. Bin ich abgerutscht oder konnte ich gar nicht hoch. Okay, das erklärt einiges. Gibt's auf YouTube zu sehen. Auch auf Twitch bei den Clips. Bei Warzone 1 bin ich in Flammen aufgegangen. Wer ist das in COD noch nicht? Ich bin mit dem Auto ins Haus reingefahren. Ja, hier der BGA-Meister ist auch schon wieder fleißig. Natürlich. Die erste Ladung ist sogar schon drin. Ja, die BGR, die muss jetzt nonstop laufen, Alter, bei den Schulden, die wir noch haben. Achso, da muss ich dir auch erklären, weil wegen dem Feld, das ganz große, was ich gebaut habe, das hat insgesamt mit Bodenerschließung und allem, was ich gebaut habe, hat das an die 100 Millionen gekostet. Also ich habe 95 Millionen nur bezahlt, um das Land zu erschließen. Deswegen sind wir leicht verschuldet. Vielleicht hast du das vorhin schon gesehen, als du dem ADHS-Hof beigetreten bist, dass es da noch 2 andere gibt. Und zwar einmal die Bank und einmal das Konto 100 Millionen. Und dieses Konto 100 Millionen, das Geld wird da drauf eingezahlt. Wir müssen so lange auf das Konto Geld einzahlen, bis da auch 100 Millionen drauf sind. Erst dann sind wir wieder schuldenfrei. Okay.
Weil über Ingame-Kredite kriegst du nur 3 Millionen und ich habe Güter verkauft und alles mögliche und nur 19 Millionen zusammengekriegt, deswegen. Okay. Oh, warte, Kevin hat wieder einen Sticker geschickt. Nein, Kevin, du Arschloch. Die Gruppe ist schon offen. Alter, Digga, wie kreativ. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt für ein Sticker kommt. Kevin ist echt gut, Alter. Ja! Digga, das ist frech. Das ist frech. Das ist auch noch frech. Zu geil. Das ist mehr als frech. Der hat aber auch gerade nur Langeweile, oder? Ich stell mir gerade vor, dieses Pimmelberger Sticker als Emote bei mir im Chat, Alter. Ey, bring ihn nicht auf solche Ideen. Der ist Mob bei mir. Marcel, haben wir noch irgendwas, was wir machen müssen, auffüllen oder so? Oder hast du schon alles im Griff? Ich hab grad noch alles im Griff, hab schon was, aber sonst kann man auch schlafen, alles genug. Ich wollte gerade sagen, also produktionstechnisch ist ja auch eigentlich alles, was blau sein sollte, blau. War da ich bloß noch alles lernen? Wenn unser Silo mal angibt, dass. Mit Gestein oder Erz wäre halt auch geil, wenn das geben würde, zum Beispiel. Ja, es gibt ja Maps, wo das wohl funktioniert. Ja, es gibt ja auch durch das Platinum Pack da diese Eisenmine und so. Da finde ich ja schade, dass das einfach automatisch produziert. Vielleicht kriege ich das hin, dir das zu schicken, Mats, ne? Muss ich erstmal gucken. Aber das technisch der PC besser. Das habe ich mal früher gemacht. Wenn das woher ist es das? Ist es das Bild aus dem Ding da? Ist das die Chaos aus dem Video? Das ist ein Video. Video. Ich sag ja, Kevin ist gut da drin, ey. Kevin, ich hasse also wenn ich dich. Irgendwann mal irgendwann mich dazu entscheiden sollte, Affiliate zu machen bei Twitch, Alter, und ich brauche Emotes, lasse ich Kevin nie machen. Vielleicht kannst du es sehen, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Das habe ich früher gemacht und das Ding ist für Gestein, Erz und weiß was ich. Geil. Zu machen. Das habe ich dir gerade eben geschickt über Xbox. Ja, ein Brecher, beziehungsweise eine Siebanlage. Ja. Und das habe ich früher gemacht. Nein! Zum Lackieren. Und der hat wieder was versenkt. Der läuft. Nein, ich hab nichts versenkt. Und das Ding ist halt schnell, zwar mit 1, 2 oder 5 km/h. Ja, ist halt ein normales Kettenfahrzeug. Normalerweise so 4 km/h. So ein Minibagger und so fährt auf Ketten eigentlich auch 4 km/h. Dann spackt die Party wieder rum. Spackt's bei euch gerade auch? Ja. Nö. Ja, bei Crazy wohl. Aber jetzt auch nicht mehr, ist wieder weg. Ja. Ja, ich höre euch auch ganz auch ab und zu mal so abgehakt. Weißt du was ich. Eigentlich ist das auch nur bei mir. Ja, abgehackt, dann kommen wir vor, aber jetzt war gerade Stotterkurs wieder. Ja.
Alter, ist der Anhänger auch mal voll. Das ist ja ich guck mal kurz, warte, wieder reingehen. 5 Millionen. Oh, da geben wir ja, rein. Ja, es dauert. Achso, wo ich jetzt auch gerade noch mal eben drauf eingehen kann, ich bin da gerade so durchgeflitzt, auch mal für die Zuschauer vorhin, weil ich dazu überflogen bin. Ja, ihr habt vorhin richtig gesehen, hier vorne hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar habe ich die eine, ja, die Fläche, die hier noch mit den Bäumen war und so, weggemacht, weil wir hatten hier ursprünglich die Halle stehen für Ahornsirup und Fische, für die Paletten zum Einlagern. Die Sachen wurden umgestellt auf Direktverkaufen, weil mir ja der Fehler beim Mods aussortieren unterlaufen ist, dass ich die Halle rausgeschmissen hatte. Und weil ich eh Platzmangel in meiner Halle hatte, habe ich mir jetzt diesen neuen Garagenmod hier mit der unterirdischen Garage gegönnt für eine halbe Mille. Aktuell steht hier halt mein Backend mit Presse drin. Und ja, das ist halt so eine kleine Kelleranlage hier. Kann man auch schlafen gehen, wenn man will. Hier kann man sich mal eben ein Käffchen kochen, eine Runde zocken. Umziehen und hat dann halt hier unten noch eine Ebene. Hier gibt es auch einen Werkstatt-Trigger. Ich fahre gerade das Ganze runter. Das ja, ich sehe es. Dann hat man halt diese zwei Ebenen, wo man wunderbar Gerätschaften parken kann. Also mit dem Big M Presse geht sich so geradeaus von der Länge. Er muss gleich die zweite Hühnerding in der. Gut, ja, bitte. So, müssen wir jetzt noch irgendwelche Arbeiten erledigen oder können wir rein theoretisch schlafen gehen? Theoretisch können wir schlafen gehen. Ich mache nur den Anhänger voll, um den da gleich oben vorzustellen schon mal. Ich bring gerade nur die Eier von den Hühnern nach raus. Ja gut, wenn wir jetzt schlafen gegangen sind, ist die BGA wieder leer. Ja, kann ich ja wieder direkt wieder volllaufen lassen. Aber bitte nur die BGA volllaufen lassen und nicht dich selber volllaufen lassen. Warum nicht? Wird doch lustig. Ja, das reicht schon, dass Crazy hier auf 8 Usos am Start ist, ja? Besoffen kein Uso-Trinker. Und doch nee, jetzt schneit das schon wieder. Ich hasse Jason, Schnee. Warum sind die Eier noch nicht weg? Leck mich! Am Säckle? Sicher nicht. Wie macht der denn die Eier weg? Schnipp-Schnapp-Eiersack? Kein Platz mehr für Wolle. Matze. Als kleine Information, ich färb alles schwarz. So. Ich liebe halt schwarz. Meine Kontrastfarbe. Auch deine Sackhaare? Hä? Auch deine Sackhaare? Die sind naturschwarz, ja. Achso. Ja gut, an sich schwarz ist bei uns eigentlich eh frei. Marcel hat meistens rot oder grün, also so ein dunkles Navy-Grün. Daniel hat immer ein krasses Blau und ein krasses Grün. Jason ist überwiegend immer die reinste Kirmesveranstaltung und ich habe meistens weiß. Meistens. Abgesehen von MAN, der wurde da drüben steht. So. Dann müssen wir jetzt mal eben um ein, zwei Kleinigkeiten uns kümmern. Dann kannst du, wenn du willst, dir einen von meinen LKWs aussuchen, dir den weißen Auflieger schnappen und dann nochmal den Kuhmutterfisch besuchen und die Kühe füttern. Irgendein LKW. Ja, kannst du dir einen aussuchen. Große Auswahl, beste Preise. Das ist. Also 2 Millionen habe ich schon drin im Anhänger. Und den weißen Anhänger hast du gemeint, gell? Jo. Jason, ich guck mal, das Seepferdchen auch schon. Die Eier müssen weg, mach hin.
zack, mein Chat auf. Du lebst halt auch noch in 2022, ne? Also. Er fährt halt for real gerade die Eier mit unserem Gabelstapler raus. Was hat er gesagt mit dem Gabelstapler? Ich hab dir gesagt, du kannst den nehmen. Ich hab nicht gesagt, du musst den nehmen. Ist ja nicht so, dass ich einen extra LKW dafür hab. Ehrlich? Ja, den, ja, dafür den ist der goldene MAN mit der Brücke. Scheiße. Damit kannst du da rückwärts reinfahren und einfach autolotmäßig einmal auf den Stick drücken für jede Palette. Scheiße. Egal. Was meinst du, warum seit gefühlt einem Dreivierteljahr der Gabelstapler hinten beim Schafstall steht und nicht mehr beim Hühnerstall? Egal. Das Einzige, was die jetzt noch machen müssen, ist, die müssen ein Förderband machen, die auch ein bisschen schneller die Anhänger befüllen. Ja, bei dem Anhänger definitiv. Boah, Alter! Ich bin jetzt mal 2,5 zwei Förderbilder hinstellen. Weil das Problem ist, wenn du zu weit weggehst von dem Gespann, da schaltet sich das scheiß Förderband ab. Ja. Dann geht mir auch immer voll auf den Sack. Und wenn der zu weit von dem Silage auf dem Weg ist, hört er auch auf. Weil das sind so Sachen wirklich, die mich im LS immer nerven. Du hast grundsätzlich die Fahrzeuge, die weiterlaufen sollen, weil sie gerade irgendeine Aufgabe erledigen sollen, die schalten sich dann nach einer Zeit ab, wenn du weggehst. Aber wenn ich meinen LKW laufen lasse auf dem Platz, ne, und ich bin 2 Stunden oben auf dem Meppenfeld am Grubbern und komm dann wieder, läuft mein LKW immer noch. Matze, welches ist für die Kühe? Was? Welches ist für die Kühe? Das erste, das zweite oder das dritte? Du musst dahinter fahren. Vorne, wo du guckst, hast du die Dinger zum Einfüllen für die Güter und auf der Rückseite ist ein Rohr, da kannst du das fertige Kuhfutter rausholen. Was ist für Kühe? Für das Kuhfutter. Da kommt nur Kuhfutter raus aus dem Kuhmutterfisch. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass mich da den Sprachfehler hatte, Alter. Ich kann gerade nicht hupen, ich bin am Rauchen. Immer diese Raucher. Sagst du mit deiner Welt? Ey, lass mich, ja. Ich hab gerade eine komplette Hof-Um-Map-Führung gemacht, Alter. Da brauch ich mal eben eine Kippe. Ich kann nicht hupen, ich bin immer noch am Anhänger befüllen. Ich kann nicht hupen, ich stehe gerade unterm Silo und kipp ab. Ey, Jason, es wird gerade gefragt, ob die Eier schon weg sind. Wer hat das gefragt? Kevin oder wer? Nee, einer aus meinem Chat. Ja, welcher? Ja, stimmt, du streamst ja heute auch. Bin ich gar nicht gewohnt. Einfach immer. Und der legt sich auf die Seite. Super, Jason. Jason müde, Jason schlafen. Da kannst du dich schön selber wieder auf. Bienen, Hühner. Hab ich das längst schon. Aber war doch eine gute Idee, der Hänger, oder? Den voll machen, davor stellen, dann kannst du erstmal eine Zeit abgeben. Ja. Ja. Schlecht ist der nicht. Ich habe mir auch noch einen extra geholt. Eins ist, dass wir nur noch Förderband haben, was schneller läuft.
Oder du hattest ja, glaube ich, einen für dich. Ich hatte einen, hatte ich für die BGA, glaube ich, geholt. Erst hattest du den hatte ich letztens nämlich noch getauscht und ich habe mir selber auch noch einen geholt, wenn ich mal irgendwie was umbunkern will oder so. Stimmt, der Offscreen grün? Auch. Stimmt, der, sonst stand ja hier der Grüne mit dem Gelben an der Seite dran. Der mit 300.000. Ja, ja, der braucht ja immer ewig zum Abkippen. Ja, dafür braucht der jetzt ewig zum... Den hab ich letztens weggetan und hab den jetzt eingestellt. Ja, dafür braucht der jetzt ewig zum Laden. Ja, Marcel? Aber dann hast du einmal 5 Millionen Liter drin, ja, dann hast du 300.000 drin, da hast du ja die BGA nicht mal mit voll gekriegt einmal. Na, jetzt musst du nur ein Förderband gucken, was schneller läuft, dann klappt das. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man da zwei hinstellen will, einen links, einen rechts. Und dann in der Mitte zusammen und dann drunter fahren. Marcel, bring kurz den Wollenanhänger weg, weil der ist auch schon wieder voll. Ich hab noch 150.000 Liter im Hänger. Das ist normal, in den Kuhstall gehen nur 100.000 auf einmal rein. Den Rest kannst du ins Hofsilo kippen. Also wieder in den Kuhgedönse. Kuhfisch. Ne, wieder in unser großes 16 Millionen Hofsilo. Da vorne, da wo ich weiter gekommen. Das ist leider so ein kleiner Nachteil bei diesem Kuhstall, da gehen nur 100.000 Liter Futter rein, aber es gehen 750 Kühe rein, sprich das Futter ist immer sehr schnell leer. Soll ich den Hänger wieder abstellen? Wenn er leer ist? Warte, ich guck mal eben, ist uns noch irgendwas? Da wir die ganzen Produktionen leer machen. Ja, verteilen. Ja, mir geht's gerade hauptsächlich darum, bevor wir gleich schon wieder pennen gehen, dass hier vor allem auch die Tiere soweit versorgt sind. Kannst du vielleicht nochmal Stroh auffüllen beim Kuhstall. Das wirst du aber kaufen müssen. Nein, das heißt, du sagtest ja, wir haben nichts mehr, ne? Bist du noch was im Silo? Also Hänger wieder weg tun, oder? Nee, kannst einfach nach hier hinten kommen. Das habe ich dir nämlich vorhin vergessen zu zeigen. Wir haben hier vorne haben wir nämlich ein Silo. Hier kannst du alles Mögliche kaufen. Soll ich gleich mal kurz aus dem aus der Kuh-Dingen da die Gülle rausholen? Dann kannst du einmal komplett voll machen mit Stroh. Machst dann Stroh voll beim Kuhstall und den Rest von dem Stroh haust du auch einfach in das Hofsilo rein. Weizen.
Kartoffeln. Du kannst sonst mal gucken, die ganzen Butter. Kettenmenü. Gras, Heu, gell? Stroh. Ganzen. Stroh, zur welchem Tier? Wieder zurück. Zum Kuhstall, oder? Genau. Yep. Jason, du kannst mal gucken, dass die ganzen Kitten so vielleicht noch Raps, Gras und kommen sie jetzt. Welche Tiere? Ein nicht. Ohne ein allgemein. Multi. Oh. Multifuß braucht Gras. Oh, neuer Sticker von Kevin. Oh, oh. Jawohl. Ready. Ist ja noch besser. mit dem Gesichtsausdruck, Alter, und dann dem Ding in der Hand. Ich piss mich weg. Ich rein. Der ist noch besser als der Pümmelberger. Jawoll! Guck, was er in der Hand hat! Das restliche Stroh wieder in dieses genau. Silo, gell? Also, das ist respektlos! Das ist respektlos! Ich ist einfach alles so als geil, Mann, der. Komm, der Junge hat nur, weiß noch nicht mal, was das ist. Was doch! Er in der Hand hält. Was ist denn? Ein Gummidillo! Oh, aber ist es. Das ist eine kleine Black Beauty. Aber mir ist gerade was eingefallen. Ich muss Crazy noch eine wichtige Frage stellen. Da haben wir noch gar nicht gefragt. Bitte? Was ist deine Lieblingstraktormarke? Was denkst du? Case. Wenn ich jetzt sag, was ich denke oder so, dann könnte ich dir nachher einen Tipp mitgeben, der dich vielleicht noch beeinflusst oder so. Erst sagen, dann sagen wir. Weil ich ja beim Clement gearbeitet habe, ja, so gesagt, die Firma wurde ja gekauft von einer bestimmten Marke. Und das ist Redgen Group. Redgen Group ist eine Hauptfirma von John Deere. John Deere finde ich schon geil. John Deere finde ich schon geil, aber es ist eine bestimmte Marke, was hier im Spiel interpretiert ist. Das ist wie heißt die Scheißmarke? Lass es, oder wie der Scheiße heißt. Ja, lass es. Oder ich glaube, also lass es, ja.
Oder meinst du Klaas? Klaas. Sorry. Klaas, das finde ich schon geil. Besser als Job hier. Also bei uns ist er. Also will jemand was dazu sagen? Oder? Wie gesagt, ja. Jeder hat seinen Geschmack. Ist eigentlich vollkommen egal. Also Klaas mögen ja eigentlich alle. Mögen? Marcel ist Klaas-Fahrer. Ja, aber Matze, meine Wenigkeit und Jason, also wir sind eher so für Fendt 1050. Ja. Und du hast dich gerade nochmal gerettet, weil wärst du jetzt bei John Deere geblieben, dann wäre ein Minuspunkt gewesen. John Deere hat zwar schon geile Marken, aber irgendwie zu langweilig. Sag ich also dir ehrlich. Ich sag auch so, habe ich Matze auch schon gesagt, so vom Aussehen her, so von der Front her finde ich Deutz, den, wo ich jetzt gerade drin sitze, den finde ich vom Aussehen her vorne total geil. Weil er guckt einfach böse. Mit den Tagverlichtern hat er dann die richtig geil gemacht. Dann die Front in den Fendt rein, dann wäre ich optimal glücklich. Matze, was soll ich noch auffüllen? Kann ich mir das ungefähr fragen? Marcel, hast du noch irgendwas? Nee. Ich kämpfe gerade mit unserem Wasserverteiler, der will irgendwie heute nicht schlucken. Den würde ich auch nicht schlucken. Ist nur Wasser, Mann. Das ist egal was. Was ist los mit ihm heute? Warum will er denn nicht? Ist einfach noch übrige Produktion, kann man feiern und das Ganze reinschmeißen. Also ich bin gespannt, ob ich das Silo nur leer kriege. Zum Glück habe ich mehr Abstand gelassen. Sind jetzt im Silo, im Silagebunker sind jetzt nur 600.000. Überleg dir mal, wie groß so ein Hänger sein müsste, wenn du da wirklich. Alter, da wird kein Trecker ziehen können. Keiner. Marcel? Ja. Du meinst aber das Multiproduktionsfabrik, ne? Ja, die ist hier bei beim Blumen. Gut, die schluckt nämlich kein Gras. Was hat gerade Probleme? Ja, ich habe die Befürchtung, dass irgendwie den Trigger dafür zerlegt hat, als ich hier die Garage gesetzt habe. Welchen Trigger? Der vom Wasserverteiler. Ich kann kein Wasser auffüllen. Ey. Soll ich den LKW wieder zurückpacken? Am den Hänger? Ja, direkt komplett zurückpacken lohnt eigentlich nicht, weil ich werde gleich auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen und wenn wir gleich wieder schlafen waren, müssen die Kühe schon wieder gefüttert werden. Okay. Dann kann ich eigentlich sitzen bleiben. Ja, kannst den Sitz rammeln. Okay, dann weiß ich, was ich mache. Ja,
Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst, wenn du willst, auch jetzt gerne einfach mit dem LKW noch ein bisschen durch die Gegend fahren, die dich ein bisschen umsehen. Nee, was anderes. Okay, ich habe jetzt nochmal einen neuen Wasserverteiler positioniert und da will er irgendwie auch nicht. Hast du auch zuerst die Abdeckungen geöffnet? Ja, habe ich auch schon versucht. Weil ich offen haben auch zum Abladen. Ich kann vorher auch nur abladen, welche vorhin noch Tür geholt. Da konnte ich auch bloß abraten, was offen war. Alter, wie lange stehe ich eigentlich schon und fülle den Hänger? Sicher die halbe Folge. Warum füllst du immer noch? Ja, ja, der ist immer noch am Füllen. 5 Millionen Liter gehen da rein. Das ist wohl scheinbar irgendwie gerade ein Fehler oder so, der hat. Da muss ich mal gucken, das kann sein, dass das nächste Mal nach dem Server-Neustart wieder weg ist. Mhm. Matze, schocken? Wir haben halt mittlerweile manchmal ein paar kleine Fehler, genauso wie wir so ein paar Stellen auf dem Hof haben, wo man einfach, wenn man lang fährt, keinen Game-Sound mehr hat und so. Bei dem, was hier schon alle geändert wurde. So, ich muss mal eben gucken. Okay, Kevin, jetzt wird's wirklich ehrenlos. Oh nee, was kommt jetzt? Jetzt bin ich Kevin? I love Dildo. Ja, jetzt ist aber wirklich. Jetzt geht's aber echt zu weit. Jetzt geht's wirklich zu weit. Also jetzt mache ich einen Riegel davor. Also das jetzt ist wirklich Stopp. Hey, das Bunkersilo ist leer. Jo, hat auch lange genug gedauert. Streng genommen haben wir jetzt schon 3 Bunkersilos mit dem Anhänger eingerechnet. Alter, da sind jetzt, warte, knapp 5 Millionen und 100.000 Liter. Hab ich jetzt rausgeholt. Ich hab mir gerade schon einmal was ausgekippt. Theoretisch 2 Hänger, stellst sie nebeneinander, dann hast du ein Bunkersilo da stehen. Ja, in einem Bunkersilo geht 6 Millionen, du kriegst 5 für den Anhänger. Ja. Na, dann sagen wir 2,5. Ja, gut, 2,5 ist auch noch ein bisschen wenig. Ja, ein bisschen viel. Aber an sich ist das gut, weil wenn wir im Frühjahr müssen die Wiesen noch einmal jetzt auswachsen und dann können wir mähen, schwadern und wieder sammeln. Dann ist eins wieder so ungefähr halb voll. Das können wir dann nochmal wieder leer knallen, bis dann Ende des Jahres der Mais fertig ist. Und dann haben wir beide leer zu dem Zeitpunkt und können da das ganze Hexenwurf vom Mais reinballern. Gespannt, was aber die... fällt dann raus. Müsste man gucken, ob man nicht eventuell mit so diese Bänder, ob man da nicht direkt bis ins in die BGA machen kann. Das ist sicher Müll. Das Thema hatten wir schon mal.
Fang ich auch immer wieder mit an. Ich würd's und machen. Und ich lehn's immer wieder ab. Oh, nur Score, dann kann ich's. Das ist scheiße. Geht schneller. Ja gut, schneller nicht, aber hast mit dem gerade zu tun. Dann hast du, dann läuft's eigentlich dauerhaft rein. So, fertig. Ja, ich würde auch sagen, wir könnten jetzt erstmal hingehen und die Folge abmoderieren, weil die ist auch mittlerweile schon 15 Minuten überzogen, fett. Also wir sind schon bei über einer Stunde weit. War jetzt natürlich für die Zuschauer teilweise nicht die spannendste Folge. Aber ihr müsst verstehen, ich muss natürlich jetzt, wenn wir jemand Neues auf dem Server haben, den natürlich erstmal hier einmal so gesehen alles zeigen, damit er erstmal ansatzweise sieht, was hier alles gibt und sich schon mal ein paar Sachen merken kann. Weil sonst ist es nicht gerade einfach, bei uns auf den Hof klarzukommen und zu arbeiten. Ne, Daniel? Hm, weiß ich immer noch nicht. Aber ich habe mal eine Frage. Was ist V-Stroh? Du kannst mischen in der Anlage. Du kannst einmal nur Stroh reinballern zur Verarbeitung und du kannst Stroh mit, ich glaube, Gülle oder was kombinieren. Na, hier steht V-Stroh und Gülle und dann noch irgendwas. Silage und Gülle. Ja, du kannst ja mehrere Sachen da rein und du kannst nur Silage, nur Gülle, nur Mist, nur Zuckerrübenschnitzel, nur Rüben, nur Kartoffeln, nur Stroh oder halt Silage und Gülle oder Stroh und Gülle. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, inklusive unseres Probearbeiters heute hier, der noch gar nicht so viel zu arbeiten hatte, dann lasst dem Ganzen gerne ein Däumchen nach oben da. Schaltet nächste Woche wieder ein, da könnt ihr dann sehen, ob der Typ wirklich arbeiten kann. Und in diesem Sinne, macht es gut, habt noch einen schönen Tag und Hadi, tschüss. Hadi, tschüss. Haut da rein. Ciao, ciao. Bye, bye. Hadi, tschüss. Bye, bye.